Naja, Pümmelgranaten. Boah, diese Ladezeit, ne? Du spielst auf einer fucking SSD-Festplatte. Vor allem macht es das nicht immer. Irgendwie sieht das Gras komisch aus. Schon besser. Na gut. Wir sind gestern stehen geblieben und haben uns neue Ziele gesetzt. Und wollen diese heute auch erreichen. Ja, wir haben wieder einen neuen Planeten. Das heißt hier Tricky Ricky Terraforming. Und ja, kriegen wir hin. Kriegen wir schnell hin. Schlaf nicht ein, Mann. Wir haben noch 16 km/h drauf. Easy. So, wir gehen ein bisschen in die Schräge, damit wir ein bisschen mehr Speed drauf kriegen. Weil wir hochfahren oder deswegen habe ich jetzt nicht verstanden. Ich glaube, wir haben gerade ganz viele Gegner im Gang. Aber irgendwie finde ich doch nicht das, wo ich hin wollte. Weil ich der Hauptquest folge und doch nicht zu dem Dings hier fahre. Boah. Na gut. Dann machen wir erstmal die Hauptquest ein Stück weiter. Get ready to fight. Aua. Hey! Skyrim-Pferde sind aber, glaube ich, hiergegen auch ein Witz. Skyrim-Pferde sind halt schon ein bisschen milder. Jo. Na gut, wie gesagt, machen wir erstmal die Hauptquest. Hallo, Captain Blunt. Captain Blunt, das freut mich. Ich hoffe, Sie gefallen dir auch weiterhin und vielleicht gefallen dir auch aktuelle Projekte. Freut mich immer, sowas zu lesen. Aber habe ich nicht immer damals im Vorwort gesagt, dass Minderjährige nicht zusehen dürfen? Wie kann das denn dann deine Jugend prägen? Ja, ja, alle geben es mit der Zeit zu. Ihr wart gar nicht gleich alt. Iridium. Holy shit. Raus, 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 raus. Wie bitte?
Was damit? Ja, die Schnellfunktion. Ah, ja, ich kenne die. Ja, ich weiß. Hä? Ich kann auch so Fotos machen, nicht nur hier. Ja. Aha. Oh, die sind alle über uns, ja. Und neben uns. Ja, und hinter uns. Oh, fuck, ein Kogana. Kogana mit einem fucking Granatwerfer, Mann. Bleib weg von mir, du Irrer. Okay, so langsam werden es aber weniger, glaube ich. Das ist Johan. Okay, auf Wiedersehen. Währenddessen kommen sie wieder von der Seite. Ein Anarchist und ein Bandit ist es bestimmt auch. Wow. Feuriger Token. Nope. Immer noch einer. Und dann auch noch ein Sniper. Alright. Let's find Remy. Dass die Leichen so schnell verschwinden. So kann ich gar nichts scannen. Wobei, das könnte der Kogana sein, oder? Organischer Berserker, ein schwer gepanzerter Angreifer, der mit einer Flakkanone für die Mittel- und Nahdistanz ausgerüstet ist. Wenn er zornig ist, ist er ein hervorragender Nahkämpfer mit den Fäusten und dem Kopf. Dem Headbumps-Mann. Headbumps, Headbumps. Zack. So, Klingeling. Da oben muss jemand sein, glaube ich. Der Präzisionssprung mal wieder. Okay, meine Shortcuts sind nicht wirklich short. Irgendwie läuft es heute nicht. Na, seht ihr? Ich kann auch richtig. Oh boy, der ist voll tot, Mann. Alle abgeschlachtet. Detecting traces of human flesh and blood. Sam, are you saying they were eating people? Yes, Pathfinder. That's messed up. Some of the victims' organs are missing. Alter, das sind voll die kannibalistischen Typen hier. Eine Konsole zur Steuerung verschiedener Operationen. Aber ich habe jemanden flüstern hören gerade. Dude, der hat keine Arme mehr, Mann. Was sind seine Arme? Are you all right? They were going to eat me. I know. They brought a group of us here from the slums, said we'd be safe. I'm the only one left. You're safe now. It's over. No, it's not. I'm still stuck in the Badlands, even though I paid my protection fee. I know. The outcast who wrongly kicked you out of Kadara Port, he sent me. Are they going to let me back in? At the very least. Grayson, I found Remy. We need a pickup. Thank God. I'll send a shuttle right away. Thank you so much. Thank you. Viel Spaß, Captain Blunt. Danke fürs Reinsetzen. Ja, ein bisschen Menschlichkeit sogar hier in den Badlands. Ich meine, holy shit, mich erinnert das Ganze wirklich an Ödland. Das ist ein bisschen anders, das Ziel, ja, aber insgesamt Einöde, alles toxisch. Ab und zu mal ein paar Grashalme. Na gut, die hier sind doch ein bisschen lebendiger, ja, muss man schon sagen. Insgesamt kommt das Klima schon rüber. So, dann schnell reisern wir mal. Schnellreise, die nicht schnell ist, wobei es geht. Ja. So, diesmal aber richtig hier. Müssen wir außen rumfahren oder kriegen wir das einen kleinen Speedboost vielleicht sogar hin? Probieren wir mal. Probieren wir aber über diese Schräge hier.
Holy shit, man. Die Mega-Shortcuts sind real. Wird ja 3 Meter von zu Hause weg. Muss nur richtig fahren. Ah, jetzt müssen wir diese komischen Glyphen entziffern. Nein, wir müssen so Doku spielen. Fucking Minigames. Wir müssen eins davon nur schaffen, keine Sorge. Die anderen, die kann ich mit so einer Glyphe skippen, die ich gesammelt habe. Ist nach da oben, Mann. Ah, ihr wisst doch gar nicht, was ihr da von mir verlangt. So, da lang ist der letzte Pümmel, ja. Na, wenn der letzte Pümmel da hinten ist, dann holen wir uns den. Ah, extra Loot. You should now be able to interface Pathfinder. Oh oh. Ach, das ist doch easy. Okay. Oh boys, das ist richtig. Oh boys. Der da ist falsch und... Wo ist er denn? Der ist richtig. Ja, irgendwie haben die keinen Bock mehr, eine Herausforderung zu geben. Irgendwie ist das besser für euch, wenn die mir keine Herausforderung geben. Okay. Sudokus Tarn ist real. Das kann nur falsch sein. Das kann nur richtig sein. Das kann demnach auch nur richtig sein. Ich habe gehört, alles ist korrekt. The Doku Master of Doom, Alter. Hab's euch gesagt. One down, two to go. So, dann folgen wir der Quest mal. Ah, die sind ja kilometerweit im Nirgendwo. Ah, wir können mal hier... Oh! Ich wollte gerade sagen, die Ressourcen noch machen. Direkt was gefunden. Damn, that sky is something else. Jede Menge Kupfer. Like those exiles stole tech from the port. We should be careful. Alter, jetzt voll der Mexican Standoff und wir fahren einfach drüber. Die macht Jahre, ja, im Juni, Juli bin ich 8 Jahre Let's Player da sein. A wind farm. Smart. Must be how they power Kadara Port. Ja, man wird schnell alt. Was soll man sagen? Das habe ich gelernt in meiner Let's Player-Zeit. Und desto früher man das lernt, desto besser ist das, glaube ich. Boah, hier sieht es überall aus. Überall ist Kriegsgebiet. Komm um die Ecke, direkt wieder Gegner. Da hinten ist der Kristall erst. Oh Mann. Wenigstens gibt es eine Straße, ja. Dann können wir den Speed-Modus benutzen. Hier ist echt überall Krieg, ja. Look at all these mountains. Danke, Captain Baloo. Das ist so. Captain Baloo. Captain Blan. Ich habe das wahrscheinlich eben schon mal gesagt, ja. Das ist genauso wie in New Vegas. Mr. House ist für mich immer Dr. House gewesen. Ich krieg so automatisch dann die Verknüpfung in meinem Gehirn von Sachen, die ich kenne. Total Cancer. Auf jeden Fall, vielen Dank. Das ist für mich immer so ein bisschen Selbstbestätigung, weil ich denke schon öfters drüber nach, wenn ich so auf View-Zahlen gucke. Früher, heute ist gut, ist viel passiert, viele Umstände,
aber ist dann doch immer so ein bisschen nachdenklich. Hast du es noch drauf? Hast du es nicht mehr drauf? Unser Captain, Freunde! Oder wie ging das? Ich habe die Serie gehasst. Aber eigentlich nur aus einem Grund. Wegen diesem kleinen Bärenmädchen. Das hat mich mega abgefuckt. Ich komme nicht rüber. Aber da gab es einen coolen Piraten, ja? Der war geil. Der hat immer verloren, ja, aber das war der coolste in der ganzen Serie. Ah, scheiß auf den Marco, Alter. Fick dich, Mann. Wir gehen zu Fuß weiter. Na, fuck, wir sollen hier gar nicht hin, ja? Doch, sollen wir. Aber wahrscheinlich noch weiter nach oben, Mann. Alles klar. Ich hab mich umentschieden. Du bist doch nicht so scheiße, ja? Habe ich doch gesagt, der gute Marco bringt uns dahin. Der heißt gar nicht mehr Marco, das ist jetzt die Normal. Holy shit, wo ist denn hier der Eingang? Fluchte Kacke. Abend. Alles gut bei euch? Bei mir auf jeden Fall. Ich habe überlegt, sollen wir heute noch ein bisschen Open Rush spielen? Können wir ein paar Community Matches machen? Komm schon! Mehr Schwung! Du musst eigentlich nur durchhalten. Nomad, ich muss das mal über den Namen nachdenken. Wenn du dich ein bisschen hältst, dann können wir da hochboosten. Komm, hol dir Schwung, hol dir Schwung, hol dir Schwung. Mehr Schwung, mehr Schwung, mehr Schwung. So, hier kannst du jetzt hoch. Oh, oh, ja, quer, quer ist immer gut. Oh, oh. Draulia, Alter, ich hab dich. Was hat's mir gebracht? Nix. Jetzt bin ich verwirrt. Da soll ich doch hin, oder? Monolithe aktivieren. Ich bin voll vom Kurs abgekommen. Aber da war ich doch gerade, da war doch nichts. Könnte vielleicht hier unten ein Eingang sein. Nee, anscheinend nicht. Im Ernst, die verarschen uns. Wo ist der scheiß Eingang? Ohne Scheiß, bin zu durch den Eingang zu finden. Wartet mal. Das Problem ist... Hier ist gar nicht das Map-Zeichen. Doch, hier ist das Map-Zeichen für so ein Ding. Ich sage euch, irgendwo hier am Bergrand ist ein Eingang in den Untergrund oder so. Folgen wir der Straße. Ihr dreckigen Penner. Remnant. They're completely fried. Virtual snatch weapons from the Milky Way Pathfinder.
Erstmal ein bisschen Action hier reinbringen. Holy shit! Wir haben einen MacWalker oder so. Boah, dass man sich nicht ducken kann. Na komm schon. Ich glaube, die Zielmatrix ist hinüber. Easy. Der kann uns gar nichts mehr. Na, vielleicht doch noch ein bisschen, aber insgesamt ist es ziemlich ungefährlich, wenn man das Ding da oben ausschaltet. Na gut. Revenant 4. Was immer das Ding kann, ja? Ohne Scheiß, dass man jetzt nicht sagen kann vom Inventar aus, mach irgendwas kaputt, ja. So, wir haben ganz viele Sturmgewehre, die wir nicht brauchen. Zerleg den Scheiß. Noch ein Avenger. Das Zoned fand ich nicht so gut. Was kann denn das Revenant? Ach, das Ding ist das. Ja, keine Ahnung, wird nicht so gut sein. Aber es war ultra rare, ja, aber es war scheiße. Was scheiße ist, dann interessiert es mich nicht, ob es ultra rare ist, sorry. So, mal sehen, ob die uns wieder ein Mini oder einen XXL Sudoku geben. Das sieht ja schon nach XXL so Doku aus, ja? Looks like it isn't filled in yet. What? Immer noch eins? Wonder if I'd get anything on the scanner. Oh, sag mir nicht, du zeigst auf den, der außen ist, Alter. Leg mich in den Arsch, das kann nicht sein. Ah oh nein, da hinten irgendwo. Ach da. Die Knutschkugel leuchtet schon. Vier Glyphen. Hat das Spiel aufgegeben, weil meine Sudoku-Skills zu krass sind? Oder hat das Spiel aufgegeben, weil es sich denkt, okay, das wird eh nichts mehr mit dem Jungen. Eins von beiden ist gerade passiert. Wir könnten mal ein bisschen Moon aufsammeln. Danke. Uah. Ach, Salatana, ich weiß doch, du meinst das gar nicht so, ja. Ohne Scheiß, wenn jeder von euch einer Rasse aus dem Mass Effect-Universum angehörig wäre, was wärt ihr? Außer Zero. Der wäre irgendwie so ein Cat oder so. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Fliegendes Quallending. Du wärst wirklich Nana. Oh Mann, ey. Die trollen auch so rum. Die stehen halt auf dem Platz und nörgeln so lange, bis sie ihren Willen haben. Die diskutieren einfach durch. Genau wie Salat. The Outlaws built some kind of tech. They'll be looking to defend it.
Asilo, ich bin mir sicher, es gibt mehrere Rassen mit wenig Haaren. Ich meine, selbst die Menschen, hast du Shepard gesehen? Und er war auch ein großartiger Mensch. So, links rum, rechts rum, rechts rum. Ein schwarzer, tiefer Tunnel. Das soll designt war, wie wir es wieder nutzen. Speedbonus! Got an outlaw camp ahead. Should we start digging? Hopefully there's a way down. But we're gonna need a really big drill. Die sprühen nur Funken, wenn man da einen Feuerstein drüber rubbelt. Ja, der Speedbonus, den habe ich mir auch anders erwartet. Also so physikmäßig etwas voll abgehen müssen, glaube ich. For any long-term success, you'll need to find a solution to Kadara's water toxicity problems. Exiles are also a problem. Sloan will shoot down our shuttles before we can start building. What about the Hey, we should help. Why? Oh. Ah, das sind unsere Mann. Erstmal was verschwendet hier. Wir können mal nicht sterben. Hat er erstmal die Wand geknutscht, ja? Hab ich genau gesehen. Ah! Erinnert ihr, wenn euer Fuß eingeschlafen ist und ihr kriegt ihn nicht mehr unter Kontrolle, Mann? Ganz, ganz grausames Gefühl. So, wir zerstören mal. Wir können die nicht mal zerlegen, wir zerstören. Was? Ich bin schockiert, dieses Spiel. Mich gerade wieder an eine Leistungsgrenze im Glauben an Mass Effect gebracht. Na gut. Ich hab keinen Bock auf die Angara-Panzerung. Wir müssen uns mal eine vernünftige Panzerung erforschen und bauen. Das ist ja albern mit, was wir rumlaufen die ganze Zeit. Blöde Angara-Rüstung, Alter. Können die Scheiß selber tragen. Sieht voll kacke aus. Extra Jenny Medgeel. Geil. Was ist hier los, ha? Warum kann ich nicht mit euch reden? Hier lebt doch keiner von dem Pümmel mehr. Jo, gib mir den. Should be enough glyphs. Hallo. Ist so. I appreciate the assistance, but you need to leave. I've got experience with Remnant tech. I know what I'm doing. Mostly. The Pathfinder's brilliant at this. How is that possible? It'll be easier to show you. Kommen die Penner jetzt mit oder was hier los? Anscheinend nicht, weil das da hinten am Arsch der Welt ist. Na gut. Dann holen wir uns unterwegs mal den Wegpunkt, weil Schnellreise ist schnell.
Oh, wir müssen erstmal unser Fahrzeug finden, nicht? Oh boy. Das wird eine geschlossene Aufgabe für sich, das Ding zu finden. Außer wir kommen hier hoch. Nope. Ich liebe diese zerklüftete Landschaft. Wurde uns nicht gesagt, wir können mit dem Norman nicht durch das Wasser? Das hat uns bis jetzt noch überhaupt nichts Schlechtes getan. Sind wir jetzt schon vorbeigefahren? Warum ist das Ding nicht runtergekommen? Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Hey, Scudder. Get any closer and I'll hit you with a corrosive bomb. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Warum reden die durcheinander? This technology is not registered to either of Kadara's factions, Pathfinder. Wir machen hier erstmal voll im Schnellverfahren Terraforming, ja? Zum Glück hält das Ding so viel aus. Hier soll ich hin? Ja, es geht da nur rein, Mann. Da soll ich hin, Mann. Dass die Strahlen durch Berge gehen, finde ich irgendwie doof. Sieht total scheiße aus. Wenn die sich wenigstens durchbrennen würden, das wäre cool. Wow! Opens the doors! Schnell wir einfach diese scheiß Welten terraformen können. Finde ich total unsinnig. Ah! Die Decke wieder am Start hier. Okay. Remnant Vault. Okay. Let's get this place up and running. Up and running. Okay. Okay, up and running. Okay. Ah. Geil. Okay, erstmal brauchen wir Strom. Was ich als Remnant Vault Experte bis jetzt gelernt habe, ist, dass diese orangen Energiebubbles ganz, ganz schlecht sind und wir müssen die erstmal sinnvoll einsetzen. Well, we turn the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field, Pathfinder. Several interface connections converge here. I will highlight the ones you need. Highlight immer besser. Okay, was hat sich die Vault wieder ausgedacht? Ein Jump'n'Run-Parcours. So was hatten wir schon mal, ja, aber wir bekommen eine Abwechslung zu irgendwelchen doofen Rätseln. I got it, man. This is kind of exciting.
Ah. Pathfinder, the way across is console activated. Ich bin hinter dir, Kollege. Was? Oh Mann, ey. Wenn ich sowas sehe, ne? Alle Gegner weg und die schießen erstmal eine riesige Salve. Which one to pick? Remnant, we can lay low or take them on. Lay low für Pussys. Hey, los, vielleicht doch nicht immer für Pussys. Ah! Nur ein kurzer Schild nachladen. Nehmen wir mal eine Waffe mit ein bisschen mehr Muni. Warum geht das Ding nicht down? Ach, den hätten wir hacken können, den Pimmel. Alles klar. Gut, das hat sich ja gelohnt. Ich bemühe mich, Drago. Aber es klappt einfach nie. Kann einfach nicht sterben in dem Spiel. Ja, cool. Er hat mich einmal getroffen, in dem Moment bin ich sofort weggedächt und danach konnte ich nichts mehr machen. Bullshit. Es ist ja kaum bis Drago da, du bist noch nicht der Pechbringer. Oh, jetzt bin ich woanders, ja. Oh, wie könnte der Trick sein? Hm. Zum Glück hast. Ich nicht. A high concentration of data here, Pathfinder. I recommend scanning. Kibi will be glad to know you have found another of these devices.
Holy shit, womit macht man denn so viel Überstunden? Zu Koch oder so? Da haben wir nämlich noch einen von. Der macht das auch mal gerne. Holy shit! Warum sind die Pimmel schon wieder tot, Alter? Die haben noch gar nichts gemacht in dem Kampf. Ich kümmere mich hier um alles und die machen einen auf Ohr. Wir haben so viel getan. Mach du weiter. Warte ich schon aus deiner Deckung. Ich bin jetzt wieder aufstehen. Ich habe Angst alleine. Danke. Glad for the support. Juhu! This looks valuable. Fick mich in den Arsch, Alter. Oh. Das ist ja unfair. Holy shit, die haben echt Bullshit haben die. Wie soll man denn da anfangen? Ich meine, klar, das geht bestimmt irgendwie. Ich meine, ich darf mir jetzt zurecht lügen, was ich will. Ich hab free game. So machen wir das jetzt. Wir lügen uns alles zurecht, wie wir es brauchen. Lügen! That did it. That did it. Aber was haben wir gemacht? Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Hier hat sich schon irgendwo was getan. Da muss sich ja draußen was getan haben. Den hatten wir auch schon.
Wir haben auch keine Ahnung, was uns das hier gebracht hat, ja. Aber da, wo wir hin sollen, ist auch noch ganz weit weg. Meins. Egal, ob ich die Erde sprenge, solange ich meine Sudoku-Rätsel hinkriege. Ich bin der motherfucking Sudoku-Master. I will add this map to your interface, Pathfinder. Okay, Boys. Du weißt noch nicht, wie wir da wieder zurückkommen, aber. Katschak. Das Problem war, dass ich gerade eben einfach nicht gesehen habe, was wir da gehackt haben. Von hier kamen wir, das ist klar. Ja. Your interface, Pathfinder. Wir gehen noch mal hin in die große Kammer. Bei mir ist es nicht verbuggt. Ich weiß nicht, was bei dir verbuggt ist. So, schauen wir mal. Ich muss hier in dem Raum irgendwas übersehen haben, nachdem ich das Ding da oben gehackt habe. Wir haben ja nicht gesehen, was hier aufgegangen ist. Habe ich nach dem Hacken das Ding hier überhaupt bedient? Ja, habe ich. Definitiv. Ja, hier ist Snickers. Leon, gib doch mal ein Beispiel. Ich meine, sagen, bei mir ist alles verbuggt, kann jeder. Bei mir ist alles verbuggt. Seht ihr, wie ich rumspringe? Uptimer? Was ist das denn? Ich check noch nicht, wo wir hier weiterkommen. Das ist wahrscheinlich irgendwas Simples, ne? Das Problem ist, ich suche halt die ganze Zeit in die Richtung, weil wir da ein Terminal gehackt haben, von dem ich keine Ahnung habe, was es macht. Was hatte ich denn schon groß für Bugs, bitte?
So, das war One-Way Ticket to Paradise. Damit können wir nichts mehr anfangen. Und da kamen wir, da lang sollen wir. Und da ist wohl irgendwas. Das ist voll der Wonky-Tonky, krasse Extra-Loot, ja? Wir sind ja nicht bei Zelda, sowas wird nicht funktionieren. Holy shit, wie komme ich denn wieder zurück? Muss ich zurück? Es sieht halt so aus, als könnte ich das von hier aus locker schaffen. Oh. Hm. Wie geht's wohl weiter? Hm, ich habe keine Ahnung. Ich bin doof. Was hast du für einen Rechner? Solche Fehler können alle entstehen, wenn zum Beispiel eine CPU oder ein RAM nicht hinterherkommt. Ist das eine Tür? Nee. Schon sagen, das sieht nicht wie eine Tür aus. Meins. Ich warte eigentlich nur auf die Gegner, aber irgendwie spawnt nichts. Das erklärt's. Oh. Eins! Gib mir den Loot! Mein Gott. Okay, beim Laptop sind wir wieder bei dem Problem CPU. Ich habe gemerkt, das Spiel ist extrem CPU-lastig und das würde ja nochmal das bestärken, was ich bereits gesagt habe. Ja, was soll ich sagen? Dann sind deine Treiber vielleicht nicht aktuell. Ich meine, ich habe die Probleme nicht und viele andere haben die Probleme auch nicht. Irgendworan muss es liegen. Ich sag nicht, dass das Spiel nicht perfekt ist. Klar, gerade jeder AAA-Titel hat irgendwo so kleine
So kleine Sachen, die auch überhaupt nicht stören. Klar, also auch die Feste und was weiß ich, wenn es da noch alles gibt. Finde sie überall Kleinigkeiten. Aber das, was du sagst, das hört sich ja nach ganz, ganz großen und andauernd auftretenden Fehlern an. So, und die kenne ich bei niemand anderen, dass sie so auftreten. Na gut, Todesschmatzerwolke. Ah ne, hier sind noch Gegner. Oder ich habe immer noch einen Bubble vergessen. Ja, da ist noch ein Bubble. Granatageddon! This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Before this place tries to kill us. Okay, get ready to run. Ob wir noch Zeit haben, den Extra-Loot abzusahnen? Hallo, hallo! Holy shit! Der hat den Booster-Buster nicht gemacht. Ich hab gehört, hier gibt's Extra-Loot. Wir müssen ihn mitnehmen! Egal, was die Todeswolke sagt. Schlimmste an dem ganzen Dungeon war bis jetzt, den Weg zu finden. Oh Mann, ey. Können wir doch mal Besiedlung von Kadara auswählen? Wo müssen wir denn hin? Hier vorne? Ah, wahrscheinlich müssen wir erstmal klar machen, dass wir hier siedeln wollen, ja? Oh, während eines Kampfes ist keine Schnellreise. Jetzt im Ernst, ihr zwei kleinen Pissdinger, haltet mich davon ab, zurück zu Schnellreisen. Ich glaube, du hast doch keinen guten Tag, das schwöre ich dir. Wer denn her? Alles klar. Nein, du sollst das schon hoch.
Easy Iro. Get fucked. Bisschen rumwubbeln. Und dann schnell reisen. Meine Fresse, lass mich doch schnell reisen. Mal sehen, was der Direktor sagt hierzu. Das ist ja doch eine ganz schöne Leistung, die wir hier vollbracht haben. Sagst du direkt was dazu? Ich hätte irgendwie gedacht, dass es mehr Gespräche direkt triggert, was wir hier wieder gemacht haben. Wir haben den fucking Planeten geheilt. Pathfinder, Reyes still needs your help investigating the murders in Kadara Port. Was machen wir denn jetzt gerade hier? Liam. Pathfinder. Verräter Liam. Pathfinder, feeling out of place at the moment. And side effect, coming here makes me hate Tan a whole lot more. Warum? Nein, das sind nicht unsere Leute. We weren't there. Exile might have been the only way. Thing is, when they were kicked out, the Nexus didn't know any viable worlds. That's like, we won't kill you, but feel free to die in the wilderness. I get why they're like this. Tja, Liam, wir haben da halt unterschiedliche Ansichten und ich würde sagen, hätte ich die Wahl, dürftest du hier leben. Pathfinder. Jetzt sag nicht für Raze, sondern wieder nach unten. Dauern die immer noch so lang? Was soll das sein? Ach, Begleiter mit Dialogoption, ja? Oder auch nicht? You okay? None of your business, Innard. Whoa, sorry. Just wanted to help. Your kind never just offers something. There's always a price. Living under Sloane, I can see why you'd think that. But we're not all the same. You do look different from the others. Cleaner. So what's troubling you? My sister, Morga, works the pipes. Makes sure the port has filtered water. But she's been missing for 3 days. Is Morga's line of work dangerous? It can be. Kadara's water is highly acidic. Fixing a leaky pipe could result in major burns. But no one knows Kadara's filtration system like Morga. Ich auch nicht. Is it unlike your sister not to check in? Extremely. We're all that's left of our family. The rest were murdered when the Ket invaded Kadara. Was für Katzen, Mann. I'll keep an eye out for your sister. Thank you. Pathfinder, we could use the grates to scan the pipes at a safe distance. Das soll aber klarkommen auf mein Leben. Lass mich in Ruhe. Hallo, Carlos. Was mach ich denn? Ach. Was für du? Fühl ich mich immer angesprochen. So, jetzt bin ich eingemummelt. Ich dachte, wir haben hier Hausverbot. You've handled your fair share of Ket. Hard to get far in Andromeda without running into them. Yes, and? When Sloane took over, she slaughtered the Ket who were here.
There were mass executions, public. So people would know that Kadara was kept free. There have been rumors of stragglers in the Badlands. If the tales are true, they need to go. What exactly are the rumors about the Ket? Ambushes, people disappearing, vehicles sabotaged, picked clean for parts. Could be feral local wildlife, sinkholes, Angara bullshit, but there's enough people saying Ket. Angara bullshit. Fucking racist. Was ist denn, Turiana? If there are Ket out there, send your own crew to deal with them. Listen, this is how it is. Everyone knows Sloan destroyed the Ket presence here. Anything that hints otherwise? Weakness. But you're independent. Where you go, what you do. Nothing to do with Sloan. You said Sloan killed the Ket here. What happened? The Ket had the port locked down when we arrived. They were shipping Angara off for who knows what. People were scared. But the place had potential. So we fought the Ket for it. And we won. You saw the decorations outside. That's Sloan making sure everyone knows she's the new power. I'll think about checking out the Badlands. Excellent. Ich hasse die Tussi da. Ihr bestimmt irgendein Komplex oder so. You. We got off on the wrong foot. Let's start over. I know you had a hand in Ventarev's escape. There's no proof of that. I don't need evidence to put a bullet in your skull. Killing me would only cause problems. You've got enough of those. Talk quickly. Helios isn't exactly hospitable. How did you survive after the Nexus? We didn't leave empty-handed, but when supplies ran low, we were forced to get creative. I ordered hits on Ket convoys. Traded with Angaran villages. They told me about Kadara Port. You never got violent with the Angara? Just the Rokar. Fuck those guys. I looked you up. Head of Nexus Security, Alliance trained. Record shows a temper, but otherwise paints the picture of a loyal soldier. Why'd you switch sides? Because I'm sick of serving assholes. I could have handled the situation on the Nexus, but Tam wanted a bloodbath. He brought in the Krogan without even asking me. New galaxy, same old bullshit. You could have quit. They would have died without my help. Not all exiles are criminals. Some of us just had enough. For non-criminals, you sure do kill a lot of people. I do what I have to protect my people. Down the barrel of a gun. You know, Pathfinder, when I joined the Initiative, I thought we could build a new society. A better one. But the Initiative was just another empty promise. The only person I can count on to change things Carlos, is me. How did a human come to lead an Angaran port? When I got to Kadara, the Ket were rounding up Angara like animals. It was a slaughter. My people put an end to it. Naturally, the locals were grateful. And the heads decorating the spaceport? What's that about? A warning. To the Ket? To anyone. What does the Collective have against the outcasts? People always want what they don't have. The Charlatan's thugs are no different. Who do you think the Charlatan is? My guess, a group of people. It'd take more than one person to run that outfit. You're not worried they're moving in on outcast territory? If they make a play, I'm ready. So the outcasts. Give me the sales pitch. The outcasts aren't for you. Wow, no hesitation. I handpicked every one of my crew. They've got either potential or history with me. You've got neither. Addison said something similar. I'll prove you both wrong. Addison and I agree on something. I'll let you get back to it. Pathfinder, stay out of Kadara's business. This isn't your turn. Wir bomben euch alle weg, ey. Ihr seid so der Abschaum. Nur die Turianer, die kriegen von mir. Na, wie nennt man das nochmal? Die werden begnadigt. Die kriegen von mir eine Begnadigung. Die Turianer sind nämlich cool. Die Turianer brauchen nur eine militärische Umgebung, damit die sich wohlfühlen. Die können wir auf den Nexus für die aufbauen.
Zum Glück geht das hier schnell. Sind hier nicht überall grüne Bubbles gewesen? Da ist doch einer. Appreciate it. I've got a couple calls to make, so I'll let you go. John Zeon noch. Neuer Eintrag zum ersten Mal seit, naja, 600 Jahren habe ich das Gefühl, dass ich frei atmen kann. Okay, die Luft stinkt nach Scheiße, aber ich habe ein Dach über dem Kopf und Essen im Magen. Schluss mit Rumrennerei, kein Armageddon-Planet nach Armageddon-Planet mehr. Ich kann endlich einfach nur erkunden, denn darum ging's doch, oder? Ich werde das Zugverhalten dieser Manta-Kreaturen erforschen. Vielleicht weiß Ligia etwas. Ist schließlich ihr Heimatplanet. So, wo haben wir noch Eierköppe? Ah, da hinten im Shop. Ja, dann hoffe ich doch, dass du deinen Spaß hattest und nicht durchgerusht bist. Dein armer Irrer. Aufseher Tauris, sagen Sie Ketters, es war keine Nachlässigkeit unsererseits. Ich habe der Sicherheitslog überprüft. Wer immer dieser Van rausgeholt hat, wer diesen Van rausgeholt hat, kannte den Code. Dagegen kann ich nichts machen, außer sie investieren mehr Geld für neue Wachen. Vorerst habe ich mal wieder die Codes geändert. Irgendwem kann ich hier reden. Ich check nur nicht mit wem. Mit Vectra habe ich da schon geredet. Dann hat die noch einen Dialog. Hey Ryder. Oh, doch nicht. Curl of your lip. Yeah, good plan. Thanks. Let's do what we have to, then scram, huh? Stop. I need you to deliver a message. Please. First, tell me why they've got you locked up. I may have had too much to drink and urinated on one of the guards. No may have about it. My boots still smell of piss. I've always been a bad drunk. All right. What's the message? My girlfriend Sila works at Tartarus. Most beautiful Asari you've ever seen. Skin like the ocean, eyes like... Jim, the message? Right. Tell Sila I've run into a complication. But I'll have the credits to pay Sloane's protection fee soon. Ask her to wait for me. Oh, and leave out the part where I'm in jail.
Thanks. Cool. Verhaltenskodex der Verbannten. Ich habe in letzter Zeit zahlreiche Berichte über Fehlverhalten gegenüber den Einheimischen erhalten. Ich werde das nicht tolerieren. Sloan versucht, Helios zu verbessern, wie es die Nexus versprochen, aber nicht eingehalten hat. Wer die Farben der Verbannten trägt, repräsentiert sie. Ich werde nicht zulassen, dass jemand Sloan unehrenhaft repräsentiert. Da wir anscheinend alle unterschiedliche Auffassungen von Ehre haben, habe ich einen Verhaltenskodex erstellt. Wer sich nicht daran hält, kriegt es mit mir zu tun. Keine Respektlosigkeit gegenüber Sloan oder anderen Verbanden. Öffentliche Prügel sind nur als disziplinarische Maßnahme erlaubt. Trunkenheit ist bis zu einem gewissen Maße in Ordnung. Bringt die Angara nicht gegen euch auf, aber lasst sie noch nicht durchgehen. Kennt ihr jemanden, der sich den Verbanden anschließen möchte? Sehr gut. Schickt ihn zu einem Anwerber. Alle neuen Mitglieder müssen die vorgesehenen Wege beschreiten. Kein Kontakt mit der Nexus ohne Genehmigung. Kein Kontakt mit dem Kollektiv. Während der Schicht wird nicht geschlafen. Kein GV während der Schicht. Außer Dienst geht alles, solange ich es nicht erfahre. Schutzgebühren sind nicht verhandelbar. Alle Gebühren müssen pünktlich kassiert werden. Verlangt nicht zu viel oder zu wenig. Sollte etwas unklar sein, kommt zu mir, aber eigentlich dürfte es keine Fragen geben. Thema Kollektiv. Falls keine ausdrücklichen, gegenteiligen Befehle vorliegen, darf niemand potenzielle Mitglieder des Kollektivs in Cadera Port angreifen. Ja, Sloan und ich wissen, dass sie Agenten und Anwärmer in Krellus und auf dem Markt haben. Und ja, wir werden etwas dagegen unternehmen, wenn die Zeit reif ist. Die Verbanden profitieren von unserer aktuellen Stellung, weil Sloan zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Zug gemacht hat. Und so wird es auch sein, wenn wir beschließen, das Kollektiv loszuwerden. Außerdem wird der Außerhalb der Waffenstillstandszone steht es auch selbstverständlich frei, die Misskelle zu erledigen. Die Geister wissen, dass sie es verdient haben. Angaranische Rekruten. Unsere Anwerber haben gemeldet, dass einige Angara Interesse gezeigt haben, sich uns anzuschließen. Einige von euch haben sie sogar dazu ermutigt. Hört auf damit. Zumindest im Moment dürfen nur Exilantenmitglieder der Verbanden werden. Nicht alle Angara sind glücklich über unseren Aufstieg zur Macht. Weil bis wir wissen, dass unsere neuen Freunde vertrauenswürdig sind, werden keine Verbanden aus ihnen. Ätis. Hier sollte irgendwo Cora sein. Take it, this beauty is yours. The Tempest? Yeah, she's mine. Hell of a ship. We don't get many. Colt Dalton, Kadara Docks Manager. Sloan said to make sure no one harasses you. Awfully nice of her. Uncharacteristically so. You must be important. How safe is it? Ich glaube, Sloan hat doch Ahnung von Politik. Auch wenn sie eine Kotzkrücke ist. Kadara. Depends on how much you're willing to spend. The port's gun-free, but murder comes in all shapes and sizes. Still better than living outside the mountain. It's no man's land out there. Does Kadara get a lot of traffic? Since we moved in? Oh yeah. Kadara is one of the few planets in Helios with a functioning economy. Got Angara and exiles from all over Helios moving their cargo through this port. Thanks for your time. Back to work. Markiert den Großen, hat aber den Kleinen, so würde ich das sagen. Ach, der ist hier. Guarding the Tempest? The Nomad. Got some attention when we disembarked, and it's a lot more portable. Seems smart. Only 3 attempts to steal it so far, and 1 offer to buy it. What was the offer? Just so I know how much I'm driving around. Negotiations fell apart when he asked if I came with the car. Weird. Must have been something I aimed. Ich meine, wer würde Cora kaufen wollen?
Okay, wir müssen ein paar Nebenquests machen, bevor wir weitermachen können hier. Ich meine, wir haben ja zumindest schon mal den kompletten Planeten gereinigt, ja? Also das ist ja schon mal ein Vorteil. Machen wir erstmal die Puff-Quest, weil dann sehen wir nochmal die heißen Asari-Dancer. Und immerhin soll Celle ja die heißeste aller Asari-Puff-Dancerin sein. You're that initiative big shot, aren't you? Some might say that. Don't fret, I'm not gonna hit you up for anything. Nothing specific at least. You could say I'm disillusioned with the Exiles. People here can't be trusted. Sooner stab you in the back than work together. So, I got no love for any of them. Get to the point. Shit, fine. Outlaws got innovative ways of putting stuff together. I bet a smart one like you could learn a lot from scrutinizing our, stuff. You should check out Outlaw Tech and Materials. Might learn a few things. You remember who gave you the skinny on that. Oh, vor der haben wir schon mal gestanden. Sila, I've got a message from Jim, your boyfriend. Goddess, don't tell me he really thinks I'm his girlfriend. I'm just the messenger. Right, sorry. Go on then. What's the message? He said he'll have enough credits to pay Sloane's protection fees soon. And, to wait for him. You tell Jim thanks, but I'm happy at Tartarus. I don't need rescuing, especially from a pup like him. I'll set him straight. Ugh, what a pain. Was auch immer sie da gerade gemacht hat in dem Tanz. Ich fand, das sah mehr aus wie so Kinderbodenturnen oder so. Das suche ich alles nicht. Ja. Ja, du hast eigentlich recht. Ich habe ja die ganze Zeit schon die beiden Pümmel drin. Eigentlich auch nur, weil ich keinen Fuck gebe auf die Begleiter im Moment. Ich finde die Begleiter an sich von der Story her ganz interessant, aber ich finde, kampfmäßig haben die jetzt nicht so viel, was für die spricht. Sprechen wir mal Vetra gegen Korra. Korra haben wir eigentlich noch nie dabei gehabt, außer in einer Mission, glaube ich. Rogana kann nie falsch sein, ja? Wir stehen doch auf Gewalt. Liam war die ganze Zeit dabei, Nate King. Er hat ja ein cooles Labor. Dr. Nakamoto's Lab. He did say it was heavily armed. Got a sharp
Meine Fresse. Von hinter mir? Von hinter mir. Ich weiß nur leider nicht, was es war. Vielen Dank für die großzügige Spende und ich glaube, er will dich anmachen, Zero. Sniperino. Egal wohin ich ausweiche, ich bin jedes Mal wieder im Freien. Irgendwo da ist noch einer. Blocked from the inside. I'll override it. Leben ist aber echt so eine mega krasse Nervensäge. Ich finde Leben halt echt am unsympathischsten vom Team. Ich weiß ja nicht, wie man den sympathisch finden kann. Don't hurt me. Please, don't shoot. I'm unarmed. Give me the Oblivion formula and you've got nothing to fear. Who are you? Dr. Irina Ferenth. Ryota sent you, didn't he? With a sob story about Sloane misusing his medical breakthrough. Something like that. Oblivion wasn't his breakthrough, it was ours. How do I know you're telling the truth? Because I'm not hiding behind a false shield of morality. We always meant Oblivion to be a highly addictive drug. That it has medicinal value was a coincidence. Then why did Dr. Nakamoto quit the Outcasts? Ryota didn't quit. He was fired. Pushed Sloane for a bigger cut. You've had what, one conversation with him? I've known Ryota for years. Everything he does for credits. But you're different. I place survival above credits. Give Ryota the formula, and I'm as good as dead. Sloane will see to that. I've seen Sloane's outfit. Not a lot of doctors. You're too valuable to kill. She'll see it as cooperating with the enemy. Loyalty's more important to Sloane than brains. Es macht schon Sinn, was sie sagt.
Aber genauso macht es Sinn, wenn sie lügt. Das ist das Problem. Die kann uns halt genauso einen Bären aufbinden. Weil wir kommen ja halt an und die ganzen Söldner ballern auf uns. Wirklich jeder, der hier ist, ballert auf uns. Als wenn sie gewusst hätten, dass wir kommen. Ich meine, holy shit, da ist doch schon irgendwas nicht koscher. Und keine Ahnung, Mann. Ich finde beide voll nervig. Letztendlich ist es mir egal, wer die Wahrheit sagt oder nicht. Das Einzige, was ich denke, ich habe keinen Bock, rumgeschubst zu werden. Deswegen. Ich meine, wir können ihr jetzt ins Blaue glauben. Jetzt beiseite, sie ist Nassari. Aber ich glaube schon, dass die eher recht hat, weil das hat die echt spontan jetzt erzählt, was mit Reynolds ist oder wie er heißt. Ich glaube nicht, dass man sich so schnell so eine komplexe Lüge ausdenken kann, ja. This is getting complicated. How about we pretend I was never here? I'll tell Sloane it was a collective attack. Thank you. These plants produce the bacteria used in Oblivion. So anyone with access could make Oblivion? No, it's a complicated process. The outcasts were only successful because they had Dr. Nakamoto's formula and instructions. Arena, die Slums brauchen eine neue Lieferung und passen sie nicht diese Dosierung an. Es sind wieder zwei gestorben. Das ist schlecht fürs Geschäft. Sie sollen süchtig werden, nicht sterben. Dosierung. Die Laboraffen dürften bald eine neue Lieferung fertig haben. Was die Dosierung angeht, könnte gefährlich sein, sie ohne Ryota anzupassen. Mein Rat wäre, sie beizubehalten. Weil sie so viel medizinische Erfahrung haben, tun sie einfach, was ich sage. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir mehr rausfinden. Aber von dem, wie das klingt, geht es hier wohl nur um den Profit und nicht um Heilung. Also ich glaube, dass Ryota doch vielleicht die bessere Entscheidung war, ja. So, dann gucken wir mal von den anderen Quests, was wir noch hier draußen haben. Katis, okay. Katis Interruptus. Ist hier drin, ist es halt echt kalt, aber so eine Decke macht schon einen geilen Unterschied, ja? Ist voll warm. Guck mal, was hier auf ist, ja. Und? Pathfinder. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. You all right, Drac? Too much high ground. Keep expecting an ambush. Was? Keep expecting outlaws to jump out at us. Look at Kadara Port up there. It's like the Exiles are playing King of the Mountain. I think you mean Queen of the Mountain. Dick Rider ist ein Klugscheißer. Niemand mag Klugscheißer, ja. We're
miles at this rate. Check for survivors. Clear. Yo, hi. Who? Who's there? Hamash, is that you? Nein, ich bin Dick Rider. Don't talk. We'll get you back to town. No, I can't move. It's too late. I just want to rest. He's not gonna make it. Can you tell me what happened? It was the Ket. Took us by surprise. They killed everyone. John lasted the longest. They didn't know I was still alive. I saw them raiding our packs. Then they took off into the hills. What's in the hills? Is there a Ket base there? There's nothing in the hills. We've never heard of a base. Sloane says Kadara is free of Ket. What did the Ket take from you? I don't know. Supplies, weapons, scavenged ship parts. I'll leave you to rest. Thank you. I wish. Kaidus, it's Ryder. Your Ket rumors have weight. Just found a caravan they attacked. Damn it. Really thought we got them all. One of the wounded said they headed for the hills. I'm gonna check it out. I'll search too. Grabbing a shuttle now. Exiles could have rolled up and died, but look at what they've built, even out here. Ket tracks. They're leading up into those hills. Cave that way might be worth a look. Man, hier waren wir schon drin, oder? This place is massive. Detecting high levels of toxic gas. Proceed with caution, Pathfinder. Hey, I'm always cautious. It takes hundreds of years to get that big. Danke, Kara, dass du hilfst und dich nicht versteckst wie ein kleines Mädchen. Wer auch immer das Licht ausgestaltet hat, ist dein Arschloch. Hat mir auf der Suche nach dem Generator fast den Zeh gebrochen. A generator? What's it doing all the way out here? It appears to be powering the floodlines. Well, yeah, but who put it here? The surveyor? That would be a lot of equipment for one man to carry. Oh. Okay, this was the surveyor's last known location. Fucking Dinos, Mann. Wir haben Dino Crisis gespielt. Wir kennen uns mit den Dingern aus. Ja. Ja. Ne. Another generator. And more lights. They lead to something. Ich hab voll den Überblick in die Höhle verloren. Ja, ich spring nur noch rum. Irgendwann komme ich schon an. Ja, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Das kann nicht sein.
Eintrag, hab die perfekte Stelle gefunden, um eine Barrett-Probe für Dirk zu beschaffen. Etwas weit oben, aber ich bin gut zu Fuß. Really? Fuck you. Jetzt keine Zeit für Dinosaurier. Intruders. Oh. Stand down. The charlatan wants this one alive. Out for a walk, Pathfinder? More of a jaunt. It's good to stretch the legs. A sense of humor. In Kadara, that'll either get you far or dead. But my orders are clear. You're not to be harmed. Crux is in charge here. If you've got questions, talk to her. Immer Cruxes, Alter. Klingt wie Name für ein Krokodil, Mann. Ich bin Crux, der Kroko. Sam, what's inside the cages? Judging from the scratching, Adi. Sam, what are they doing with the Adi? It appears the Collective are attempting to domesticate the Greek. Not easy building something like that out here. Na ja, Pimmel. Persönliches Log Aquila. Neuer Eintrag. Es hat eine Weile gedauert, aber langsam wird es. Wir haben hier unten ein gutes Versteck und die Shuttles kommen regelmäßig. Keine Ahnung, wo der Charlatan dieses ganze Bergungsgut auftreibt. Hela dann vielleicht? Angeblich hat die da jede Menge Schrott. Wäre aber eine ziemliche Strecke für ein bisschen Metall und Vorräte. Aber hey, sind ja nicht meine Credits. Mr. Crux. Pathfinder. Oh. You caught me off guard. We don't receive many visitors. The cesspools put them off? They are natural deterrents, yes. The Angara call this place Drolir. Translates to death caves. A bit melodramatic. If you've a head for navigation, it's perfectly safe. Like most of Kadara, it's the people you should worry about. What do you mean? Someone's been faking the charlatan's orders, giving bad intel. It got two of our recruits killed. Someone impersonating the charlatan could do a lot of damage. Only the representatives have access to such high-level information. The boss knows it's someone operating out of the space. It's my job to find the culprit. Daniela? So what's the holdup? The imposter could bolt at the first sign of suspicion. Of Haunting Ground. I need a subtle way to smoke them out. Ist sie Daniela? Die komische Bedienstete, die eine Muschi haben wollte und eine Gebärmutter. Why would someone risk impersonating a charlatan? Greed is a powerful motivator, Pathfinder. The Collective has access to supplies, credits, you name it. And we only answer to one person. Maybe I could help? I'm not connected to the Collective. A curious outsider would raise less suspicion than an official representative. That's true. All right, Pathfinder. Here's what we know. The drop point was in the Sulphur Springs. So the imposter should have high levels of sulfur in their clothes. Sam's sensors should be able to detect that. Anything else? We found footprints that could be human or Asari, but too smudged to get an exact size. That's all my intel. Arrestzellen entriegeln. Benutzen wir Crux. Ups. Warum schließt er das? Ich glaube, das ist verbuggt. Ich kann da nicht draufklicken.
Neue Rekruten. Es sind neue Rekruten zu Ihnen unterwegs. Setzen Sie Octans auf Sie an. Er hat beim letzten Haufen gute Arbeit geleistet. Sobald ich da draufklicke, backt es rum. Geht er sofort raus, aber na gut. Fest angenommen, GG. Are you a new recruit too? No, just happened to stumble on this place. Oh, you're the Pathfinder. Crux said we're to be nice to you. I'm new here, still trying to take everything in. Why join the Collective? I lived in Port my whole life. Then Sloane shows up and demands a protection fee. My family was still reeling from encounters with Kett. We couldn't pay, so the Outcast banished us to the Badlands. The Collective promised us protection and a chance to get back at Sloane. So I took it. See you around. Sulfur levels are normal. Not our culprit, then. Didn't peg the Collective as gardeners. Sulfur readings are low. Caution, this plant is highly noxious, Pathfinder. Hochgiftig. Damn. I was hoping for Helios' version of tulips. The Collective most likely uses it to make poison. Geheimnisvoller Knopf, Alter, lass mich den drücken! Did you hear what I said? Hands off. Seriously? Someone says don't touch that, and the first thing you do is touch it. Am I not being clear enough? Stop touching it. Halt die Klappe, wir drücken den Knopf, Mann! It's killing you, isn't it? You gave up 600 years, came all the way to a new galaxy, and now you really want to know what that does. You're thinking. Maybe a Thresher mob will pop out if I just pushed hard enough. Maybe it's a 3D holo of the new Blastovid. Blasto versus the Scourge. Go ahead. Touch it one more time. And then I'll let you in on the secret. Okay. One more to make sure you really want it. Boys, it triggered me so hard. Er spaziert ein Besuch herum, der menschliche Pathfinder. Benehmen Sie sich, sonst hört der Scharlatan davon. Crux. Who the hell are you? Does the Collective make a habit of torture? First off, that doesn't answer my question. And second, I hardly call this torture, just persuasion. It's torture, and it stops now. Seriously, who the hell are you? The human Pathfinder. Oh, shit. Crux said we're supposed to be on our best behavior around you. Why? Answers above my pay grade. Not about to argue. That's enough, Saria. Let the asshole rest. What? Just do it. Ja, der Pathfinder regelt, Mann. The Collective do this a lot? Lock people up? Beat them? We ask nicely first. It only goes badly for the stubborn ones. Why are these people locked up? Because they deserve it. That guy set off a bomb near the slums, then tried to blame it on us. They're filth, Pathfinder. Every last one. That's all. Good. I've got to get back to work. Dich merke ich mir. Da! All clear.
high sulfur levels, but the footprints at the drop site contradict a Salarian's webbed feet. Just being thorough, Sam. Sulfur levels are on the high side, but not by a large percentage. And she's Asari, which fits our footprint bill. Can't rule her out yet. She's worth further investigation. Ah. Sulfur levels are high. Her footprints are of a similar shape to those left at the drop site. Could be our rat. Before accusing Dorado, perhaps you'd like to talk to her. She could have an alibi. Need something? Go bother Crux. Crux said I was welcome here. You're not making me feel welcome. Look, I just got back from a shit job. I haven't slept in 36 hours. 36 hours? That can't be healthy. Defying the Charlatan's orders isn't healthy. I go where I'm told. You've never been tempted to manipulate your boss's orders? What? What do you mean? You know, fudge the intel, use the Collective's resources to make a profit on the side. I don't know what you're playing at, but I'm done talking to you. Dorado's heart rate spiked when you questioned her about the Charlatan's orders. The lady doth pre- Na, wie er die Dialoge abbricht. Ich hasse das. I'd kill for some shut-eye. Sorry about before, not much traffic down here. Recruits are jumpy. Thought the Collective would have a better handle on their people. Even recruits. We're not soldiers. Some of us have been down here for months. I haven't seen the sun in weeks. Weeks? Seriously? I'm one of the few people who know how to operate the water filters. I've been trying to train a backup, but most recruits can't stand the smell. Not many volunteers. I'd better get back to work. Thanks for the chat. What do you think of Lynx, Sam? Her explanation for the level of sulfur in her clothes was plausible, Pathfinder. Ich glaube, Dorado war's. Die war nervös, Alter. Die war die Ruhe weg. Auch als wir sie doof angemacht haben gerade. Pathfinder, any luck finding the imposter? Dorado's clothes showed high levels of sulfur. When I questioned her loyalty to the Charlatan, she became frantic. You asked her outright. I said to be discreet. Aquila, detain Dorado. Dorado? She's gone. Said it was on the Charlatan's orders. Damn it. If the Charlatan finds out, I let her get away. I'll take care of it. She can't have gone far. Wir töten sie. Juhu! Dino? Bist du noch da? Ich hab jetzt keinen Bock mit dir zu spielen. Wir müssen aber. Moins. Verdammt, Generatoren sind repariert. Wieder mal. Links. Nein, rechts.
right. Did you find Dorado? She ambushed me. I had no choice but to take her out. Would have liked to question her, but at least it's done. Thanks, Pathfinder. So, können wir jetzt bitte mit der anderen Quest weitermachen? Eigentlich wollte ich nur ein bisschen schnell machen, aber daraus wird nichts. Und jetzt geht's. Who did it? Die Nickpo. Collective, random exiles, gravity. What? He broke his neck, probably from trying to obtain barite samples. I'll be damned. Sam, download his data. We can at least deliver that. So. Da waren wir dran. Was machst du denn hier, Alter? Piss dich. Ich hab keinen Bock auf so einen Affen. Extract minerals via your mining interface. Ich glaube, das sind aber welche in der letzten Kette, ja. The mining zone has. See that cave? Good spot for a hideout. Bet the cat are inside. Kytus, I think I found something. Sending the nav point. Impatient, are we? Oh, can we be tootin'? I wasn't expecting you. She wouldn't take no for an answer. I'm not about to let someone else fight my battles. Especially an initiative lapdog. You don't want me here? Take it up with Kytus. Oh, I will. Enough. Let's get this over with. You're such a grump when you're worried. Every second you're gone from the port is an opportunity for the Collective. The Pathfinder and I can have... What was that? They know we're here. Get ready. Here we go. Holy shit! Kommt um die Ecke und gibt jetzt eine Salbe, ey. So ein Wichser. Especially an in Ich verstehe nicht, gerade eben waren die plötzlich direkt vor meiner Nase und jetzt sind die da hinten am Chillen. Heads up,
Nicht reden oder so? Let's get rid of the bodies. Wouldn't want anyone to know you had Ket hiding under your noses. Your discretion is appreciated. I'll have your payment sent to the Tempest. Don Kelly ist halt so eine richtig miese Fortzeug. Kann ihn nicht ab. Aber ich muss sagen, ich kann diese ganzen Exilanten nicht leiden, ja. Ich hoffe, ich habe unter euch Sympathisanten, was das angeht. Das ist es nämlich. Verhalten sich so. Das ist für mich so das, was das Fass zum Überlaufen bringt. Wenn ich einfach nur so auf cool machen würde. Ja, okay, aber so. So, dann machen wir jetzt noch die Aufgaben fertig. Exiles and the smell. I take it. Ah, oh, das hat nur nicht geklappt, weil ich den falschen Gang drin hatte. Chat with your old co-worker, Dr. Farinth. Arena's not a doctor. She's one of Sloan's dealers. What did she tell you? That you created Oblivion together. That it was always meant to be a drug. And you took her word over mine. She was very convincing. More than I was, apparently. By now, Arena's taken the formula underground. We'll never find it. Yeah. I'm sorry for doubting you, Dr. Nakamoto. It's done now. I never should have let you get involved. Please, just go. Ja, er kann uns immer noch verarschen. Also so ist es nicht. Aber ich hatte schon so ein ungutes Gefühl, Alter. Nur sie hat halt so schnell alles beiseite zusammen gehabt. Das hat für mich nicht mehr wie eine Lüge gewirkt in dem Moment. Ja, Pibi ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich würde Liara als ruhiger bezeichnen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Pibi gegenüber Liara bezeichnen sollte. Ich komme einfach nicht drauf, was es halt wie ein Nagel auf den Kopf treffen würde. Die sind halt so auf jeden Fall komplette Gegenteile. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber wir hätten doch runter an die Slums gemusst. Nicht die Tür zumachen! Aha. Jede Menge Tech.
Ich dachte, das hätten wir schon lange gebaut. Ah, wir können das öfters bauen, deswegen. Nein, nicht zur Tempest. Oh, Boris. Geht alles schief, was schief gehen kann. Oder Fokus, ja, ne? Brauchst du nicht? Ja, oder? What's up, Ryder? Why an emergency meeting? Hab ich gar nicht angerufen. I didn't call it. I did. Got some disturbing news while we were on Kadara. There's some tension at the Krogan colony on Eladin. It's bad. Tension among Krogan? You don't say. I wouldn't waste your time with this if it wasn't important. We need to go. I agree. Nakmor Morta made herself overlord of the colony. It's weird. No. Our priority is the Archon. We have to remain focused on his next move. Jarl's right. Also wenn wir die Krogan auf unsere Seite kriegen können, ich meine, das sind Killermaschinen. I know dealing with so many unknowns is frustrating, but we need to hear each other out. Well, as long as we're pitching stuff, I overheard outlaws on Kadara talking about activity in the Ramav system. No, that's the system where the Turian Golden World was supposed to be. Ramav? There aren't any viable planets there. Only an asteroid field with mining ventures run by criminals. I hear Eladin's pretty rough too. Roving scavengers with nothing to lose. Crap. No one fights harder than people with nothing to lose. We still have to find the Ket transponder. That'll lead us to the Archon's ship. Yeah. Our goal is to create our home here. You never know how something might fit in. Anyway, get Kalo the nav points for both Eladin and that potential Turian Golden World. We want all our options ready to go. Hey, I didn't say dismissed or meeting adjourned or anything. Meeting adjourned. As you were. Ja, das hat schon besser funktioniert wie das letzte Mal, als alle Nörgeln weggelaufen sind. Hey, can I see you in the medbay? Ja, wir werden die Gespräche erst machen, nachdem wir den Planeten unten noch ein bisschen mehr abgeschlossen haben. Aber wir scheinen auf jeden Fall jede Menge Sachen freigeschaltet zu haben. Wahrscheinlich kommen jetzt noch ein paar Gespräche rein. Wahrscheinlich Vetra und Korra. Ne, Vetra hat eine E-Mail geschrieben, ja. Wobei, die E-Mail von Vetra interessiert mich ja jetzt doch so ein bisschen, ja. Ich meine, mit Vetra hatten wir keine Quest offen oder so. Das wundert mich halt jetzt so. Strike team ready for deployment. You have AVP outstanding, Pathfinder. Es gibt Spuren, ja, aber nicht so wirklich viel. Wir haben jetzt auf jeden Fall gerade wieder einen Hinweis freigeschaltet, den wir nur noch abklären müssen für die Asari-Arc. Aber erstmal, was ist mit Vetra? Vetra Nix, oder wie sie heißt. Archer der Asari, hallo Ryder, ich habe einen Durchbruch erzielt, was die Position der Asari-Archer angeht. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich zu mir auf die Tempest. Cid. Ryder, es ist eine verschlüsselte Nachricht von Cid eingegangen. Sie will mit uns sprechen, es klingt wichtig. Wir brauchen Sie dafür, also kommen Sie vorbei, wenn Sie Zeit haben. Ah, oh, jetzt geht's los. Avitus Rex, Ryder, ich höre Gerüchte, dass Bergungssammler auf einem Planeten namens Eladin, Teile einer Arche gefunden haben. Vielleicht ist nichts dran, aber wir sollten der Sache nachgehen. Perfekt. Weil die suche ich ja schon eine Weile. Fehler, Trägersignal gestört, Einladung. Unbekannter Absender. Hallo Ryder, ich muss dich kurz fassen, aber ich habe erfahren, dass mein Virus funktioniert hat und die Verbindung zu Sam unterbrochen wurde. Eine ausgezeichnete Neuigkeit. Wir sollten uns persönlich unterhalten. Der Nav-Punkt für unsere Zuflucht auf
Kadara liegt bei. Das Virus war nur der erste Schritt. Sie könnten ein starker Verbündeter in unserem künftigen Unternehmen sein. Knight. More like faggot. Bitte suchen Sie mich auf. Captain Dunn, Ryder, bitte suchen Sie mich auf dem Hyperium-Deck auf. Eine heikle Angelegenheit zu besprechen. Etwas Verdächtiges. Sidera Nix. Lieber Pathfinder, ich bin Vedras Schwester. Aber alle nennen mich Sid. Ich weiß, dass das nicht gerade dem Protokoll entspricht, den Pathfinder einfach über seine persönliche Konsole zu kontaktieren. Aber Vedra würde mir nur sagen, dass ich überreagiere. Und ich schwöre, ich würde das hier nicht machen, wenn es nicht ernst wäre. Es gehen einfach Dinge vor sich, die nicht zusammenpassen und es leiden Leute darunter. Es ist schwer zu erklären. Können wir uns persönlich unterhalten? Ich bin in der Einsatzzentrale. Danke. Sidera Nix. Noch ein Interview? Ich habe gehört, Sie sind gerade von Kadara Port zurückgekommen. Es gibt dort kaum offizielle Verlautbarungen und die Exilanten halten sich auch bedeckt. Würden Sie mir vor der Kamera ein paar Einzelheiten dazu verraten, Carrie? Sie hatten recht, Mordred Worms. Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber ich habe Sie auf der Nexus aufgehalten und Ihnen die Ohren wegen der Angara auf unserer Station wund geredet. Das war die Tussi, die gesagt hat, vielleicht sind Sie böse. Sie sagt mir, ich solle Sie kennenlernen. Also habe ich das versucht und ja, Sie scheinen wirklich rücksichtsvoll und vertrauenswürdig zu sein. Also machen Sie so ruhig weiter. Alles klar. Über Kadara. Speziesverstand, aber es sind ein paar echt nützliche Sachen dabei. Niemand weiß, wer der Scharlatan ist. Fragen ist gefährlich. Im Umgang mit Sloan und jedem, der für sie arbeitet, ist größte Vorsicht geboten. In der Politik auf Kadara geht es weniger darum, wer den größten Stock hat und mehr darum, wer seine Stöcke auf möglichst kreative Weise einzusetzen bereit ist. In den Slums gibt es einen winzigen Laden, in dem man die beste Tasse Kiloa auf dem Planeten bekommt. Niemals Kiloa mit anderen Stimulanzen mischen. Egal, was andere sagen, gilt nur für Menschen. Auf gar keinen Fall jemals der Barkeeperin Umi sagen, überrasch mich. Ryder, kultureller Austausch der Nexus. Ein Pathfinder Ryder. Wir bereiten derzeit den Besuch des ersten angaranischen Botschafters auf der Nexus vor, Isa de Navar. Trotz der Wichtigkeit ihrer Pflichten hoffen wir, dass ihre nächste Rückkehr auf die Station mit seinem Besuch zusammenfällt. Ein herzliches Treffen zwischen dem Pathfinder, der Aya entdeckt hat, und dem angaranischen Botschafter könnte den Ton künftiger Beziehungen prägen. Hochachtungsvoll. Credits einer Matriarchin. Als ich das letzte Mal auf Kadara war, bin ich im Crawlers dieser Asari begegnet, die mich bei einem kleinen Ding mitmachen lassen wollte. Anscheinend gibt es eine Matriarchin, die auf der Nexus hergekommen ist. Nur ist sie in der Straße gestorben. Mein Kontakt sagt, ihr stünden die Credits der alten Dame zu. Jede Menge Credits. Und jetzt kommt's. Sie will sie mit mir teilen. Aber es gibt einiges an Behördenkram zu erledigen. Transfergebühren und sie hatte Schwierigkeiten, die nötigen Credits dafür aufzubringen. Hab mich gefragt, ob ich die Transfergebühren übernehmen kann. Ich wollte Vedra mit an Bord holen, aber sie sagt, das wäre eine Betrugsmasse. Das wollte ich halt die ganze Zeit jetzt hinten anbringen. Ich bin mir da nicht sicher. Für mich klingt's nach einer guten Gelegenheit. Ja, Drake, lass dich nicht übers Ohr hauen. Wie oft ich schon Mails bekommen habe von irgendwelchen Typen in England, die bei einer Bank arbeiten und mir helfen wollen, an die 100 Millionen ranzukommen, aber wir brauchen halt nur er braucht unsere Unterschrift dafür, damit das alles funktioniert. Alles klar. Kommunikation von Jarl. Die Moschee hat Neuigkeiten aus Aya geschickt und mich gebeten, sie mit ihnen zu teilen. Unter ihrer Führung glauben die Behörden das Studium im Gewölbe von Aya wieder. Es ist natürlich mit großen Risiken verbunden, deswegen beschränkt sie die Teilnahme auf ihre besten Schüler, die zudem von bewaffneten Wachen begleitet werden. Sie hat zwar nicht ihre Fähigkeit, mit den Relikten zu interagieren, doch sie will bereit sein, ihnen zu helfen, wo sie nur kann, wenn Meridian gefunden wird. Wir leben in interessanten und aufregenden Zeiten. Ja, sie mag sie, wirklich. Ich habe sie lange nicht so über jemanden sprechen hören. Diesen letzten Teil sollte ich ihnen nicht ausrichten. Ich dachte nur, sie sollten es wissen. So wie es für Mom Snacks. Hallo Ryder, was immer Savi in der Küche zubereitet, es riecht schrecklich. Sie sagt, es sei für einen Filmabend. Gute Sache, schlechte Schneckauswahl. Snackauswahl. Ich kann das besser. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Vedra. Das klingt nicht gut, Kleiner. Von Drek. Ich dachte mir, ich zeige Ihnen, was Strux mir gesendet hat. Eine Transkription eines Audiologs, wegen dem ich mir Sorgen um die Kolonie mache. Klingt so, als würde Morda was im Schilde führen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Morda. Ich will nicht länger herumstreiten, Brank. Es wird Zeit, es der Initiative heimzuzahlen. Die ist doch gar nicht an uns interessiert. Das wird sich ändern. Bald werden alle wissen, dass ich Overlord bin. Und sobald ich meinen Platz umsetze,
Plan umsetze, wird kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Kroganer über Helios herrschen und dann werden sie kommen und um Gnade winseln. Okay, Mordor, ich stelle ein Team zusammen. Wir schaffen sie alles, was wir brauchen. Kein Kroganer beugt sich je wieder dem Haupt der Nexus. Alles klar. Also, ganz viel Zeug demnächst auf den Nexus und auf unserem Schiff. Aber wie gesagt, will ich eigentlich erstmal was anderes machen. You have AVP outstanding, Pathfinder. So, bevor ich das beim nächsten Mal vergesse. Now orbiting Gadara. Dass man hier nicht direkt in den Slums landen kann. Ich meine, holy shit, die haben verschiedene Gebiete. Warum macht ihr das nicht so einsetzbar, dass ich vom Weltraum aus mit der Tempest irgendwo landen kann? Das sind halt die Sachen, die das Spiel noch braucht. Freischaltbare Reisepunkte von überall und irgendwo. Ich glaube, ich habe Mückenstich, Alter. Genau auf dem Arm. Oh fuck, das seid ihr schuld. Ah, oh, muss ich kratzen. Oh. Ja, ich würde sagen, eine Open-RAR-Runde kriegen wir noch rein. Ich mache hier mal einen Cut, mache den Streamer aus, starte die neue, sage vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an YouTube, an euch, an alle, an die Nexus und irgendwo. Bis dahin noch, viel Spaß.